Hi, hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir diese wunderschöne neue Mini-Stanz- und Prägemaschine gekauft und ich habe die tatsächlich noch nicht ausprobiert, obwohl sie schon einige Wochen hier bei mir liegt. Ich bin das so gewöhnt, mit meiner alten die ganze Zeit zu stanzen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme sie extra mit in mein Video und zeige euch einfach eine neue Idee für eine Weihnachtskarte. Genau, diese Weihnachtskarte werden wir in einem etwas größeren Format machen. Und zwar die Basiskarte, die ist 21 x 10 cm. Die habe ich schon entsprechend gefalzt. Und dann brauchen wir eine Auflage, die 19,5 x 8,5 cm ist. Das heißt, ihr könnt das also aus einem A4 Grundweißpapier bekommen. Und das Ganze wird dann in einen klassischen DIN-C6 Lang-Umschlag reinpassen. Falls ihr so ein bisschen Klimpern hier hört, da ist totales Unwetter da draußen. Das sind meine Fenster und ich kann da nichts für gerade. So, was wir sonst noch verwenden werden, ist ein Stempelset und die entsprechenden Stanzformen von dem Produktpaket Zauber der Feiertage. Und ich habe mir noch aus dem Hauptkatalog hier was ausgesucht. Das sind diese tollen Embossing-Folder. Und genau, jetzt schließt sich der Kreis. Das ist nämlich etwas, was wir wunderbar mit diesem Mini-Prägemaschine benutzen können. Dann habe ich noch hier was rausgelegt. Das kommt aus dem Stanzset Wunschworte. Das ist einfach Weihnachten und das werden wir auf so einem goldenen Papier hier stanzen. Und alles andere ergibt sich im Laufe des Doings. Ich habe hier nur ein paar Sachen rausgelegt, die ich meine, dass ich sie verwenden werde. Aber lasst uns überraschen. Ich habe da nur so einen groben Plan und wir gehen das einfach hier zusammen durch. Als erstes mache ich hier ein bisschen Ordnung. So, ich glaube, so können wir starten. Und zwar fangen wir mit dem Prägefolder an und ich habe mir jetzt dieses Muster hier mit den Sternchen ausgewählt und da packe ich einfach jetzt meine zugeschnittene Auflage und wie ihr seht, schließt sich das hier und hier fehlt noch ein Stückchen, das heißt, wir werden das noch einmal umdrehen müssen, aber grundsätzlich ist das halt eben diese Breite 8,5 cm. So, jetzt muss ich hier einmal gucken, dass ich die richtigen Sandwiches nehme. Ich hoffe, dass ich das noch auf Anhieb hinkriege. So, ich habe mich nochmal sortiert und habe die entsprechenden Sandwiches zusammengesucht. Und zwar, wir brauchen die Nummer 1 mit der Schnittkante nach unten platzieren. Dann brauchen wir den Prägefolder mit dem entsprechenden Papier. Und dann die Nummer 4, also für das Prägen. Wir haben davon noch eine Auflage für etwas dünnere Prägefolder. Na, wenn man jetzt die beiden vergleicht, das ist eine ganz andere Stärke. Und ja, für dieses wird diese entsprechend benötigt. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt lege ich das, bis das quasi da einrastet und ziehe ich einmal hier durch. Dass das so knallt, das ist natürlich normal. Und das Ergebnis sieht wunderschön aus. Wunderbar. Dann nehme ich jetzt die verbliebene Seite, die nicht geprägt ist, und setze tatsächlich hier, obwohl das Muster hier nicht wirklich abschließend ist, ne? Also hier ist der Stern gebrochen, aber das macht es ja nichts. Das können wir trotzdem einfach vollständigkeitshalber so vollenden und da kleben wir uns ein Bäumchen oder sonstiges gleich drauf auf diese Kante und dann wird das niemand sehen. So, einmal durch und dann haben wir es. Also ich finde, es sieht man fast gar nicht, dass hier dieser Stern endet.
So, weil wir ja gerade am Schneiden sind, lass uns mal gleich dieses Weihnachten ausstanzen. Ich habe dafür hier so ein doppelseitig klebend so ein Papier vorbereitet. Das klebe ich auf mein Designerpapier von der einen Seite an. Machen wir mal so, dann ist das einfacher. Ja. Und jetzt ziehen wir das durch die Stanzmaschine. Jetzt muss ich wieder den entsprechenden Sandwich finden. Genau. Ihr seht ja, ich habe es noch nicht benutzt. Das ist also Premiere. Jetzt positioniere ich das hier von oben, weil ich natürlich das Muster haben möchte. Und ziehe das entsprechend hier einmal durch. Da tut sich was, das hört man schon. Es ist ganz schön Widerstand da und das soll genauso sein. Und tada, ha, hier sieht man das, wunderbar, ist ausgestanzt und fertig. Und der Vorteil ist halt, dass wir hier ein Schutzpapier abziehen können und direkt auf die Karte was kleben können, ohne da mit dem Tombow-Kleber rumzuhantieren. So, was wollen wir denn jetzt hier machen? Also, ich würde erstmal mit Dimensionals einmal diese Auflage hier positionieren. Das wird ja ein bisschen monochrom, ne? In weiß gehalten. Ein bisschen was anderes, nicht immer knallig. Man kann natürlich erstmal alles vorbereiten und dann kleben. Aber ich denke mal, so sehen wir direkt das Ergebnis und vielleicht können wir dann leichter was verändern, wenn uns irgendwas nicht gefallen sollte. Ziehe ich auch hier das Schutzpapier ab und das kleben wir uns direkt da drauf mit dem entsprechenden Abstand. So, das ist schon mal der Anfang. So, jetzt würde ich die Elemente nochmal tatsächlich zu Ende ausschneiden. Also, ich habe ja hier ganz verschiedene Grüntöne ausgesucht. Jetzt muss ich mich nur einmal entscheiden, welche Farben ich verwenden möchte. Und ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich nehme einfach so drei ganz unterschiedliche. Und würde aus dem Stanzset jetzt einmal diese lustigen kleinen Bäumchen nehmen, auf jeden Fall. Und dann würde ich das testen, wie es aussieht mit diesen drei Tannenbäumchen. Vielleicht machen wir sogar gleich zwei Karten draus. Das heißt, ich stanze das jetzt einmal. Und zwar fange ich mit diesem kleinen Bäumchen jeweils zweimal in der jeweiligen Farbe aus. Und da ich sowieso für weitere Karten was brauche, ich lege mir hier direkt die anderen drei Bäumchen ab und werde die auch entsprechend hier direkt mit ausstanzen. Und nachträglich kann ich sie nochmal bestempeln. Das kann man natürlich vorher machen, vielleicht ist das sogar eine clevere Idee, aber ich will jetzt hier keine Zeit verschwenden, weil ich die vielleicht gleich gar nicht brauche. Das werden wir gleich nochmal sehen und entscheiden. Zack, und das mache ich in allen drei Farben.
So, da haben wir unsere Stanzteile. Ich habe also festgestellt, mit diesen kleinen Maschine, es lohnt sich schon, die Sandwiches so richtig schön bündig abzuschließen. Dann greift das besser, wenn man anfängt halt zu rollen. Aber ja, ich mache viele Sachen so versetzt, weil ich oft gar nicht komplett alles stanzen möchte. Muss ich mir jetzt angewöhnen, dann ein bisschen anders zu arbeiten. So, was wir jetzt machen, habe ich überlegt, wir nehmen also diesen Spruch, den wir zuvor gestempelt haben, also sprich Weihnachten, trennen das hier einmal von diesem goldenen Papier. Wir können ja schon gleichzeitig damit die Schutzfolie abmachen, weil das geht jetzt gerade rucki zucki und ganz einfach, wie ihr seht. Und dann kleben wir uns dieses Teil. Ich glaube, hier hängt noch so ein kleines Stück Schutzfolie. Genau. Und das kleben wir uns hier auf dieses wunderschöne rote Papier auf. Wir brauchen auch ein bisschen Farbtupfer. Und jetzt muss ich schauen, weil sich natürlich dieser Spruch jetzt entsprechend verbiegt, dass ich da einigermaßen das so gerade drauf klebe, wenn es mir wichtig ist. Also ich meinte jetzt, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen schief. Das kann man ja noch korrigieren. Man kann sich ja auch hier so ein Lineal draufsetzen und daran halt das ausrichten. Allerdings ist das ja so eine Schönschrift, die schnörkelig ist und die schließt unten nicht bündig. Von daher, ich lasse das einfach. Und was wir jetzt machen, ist schön mit einer Schere eine Kontur ausschneiden. Das heißt, das ist schon einmal haftend. Und jetzt gehe ich nochmal hier den Linien entlang und mit so einem Abstand von 2 mm, würde ich sagen, mache ich diese Umrandung. Ja? Das macht ihr schön in Ruhe und dreht dabei das Papier gleichmäßig. Ihr braucht dann natürlich eine sehr scharfe Schere und die von Stamping Up ist hier dafür wirklich gut geeignet. Ja, und dann macht ihr das schön in Ruhe. So, fertig. Na, hier entscheidet ihr natürlich, wie viel ihr da reingehen wollt mit Schere. Ich habe das ein bisschen großzügiger hier gelassen, damit der Kontrast größer ist. Genau, das werden wir uns hier rechts oder links bündig. Da müssen wir uns nur einmal entscheiden. Wo war jetzt unsere Kante? Die war hier. Das heißt, ich würde hier rechts bündig das Ganze machen. Und würde jetzt die schönen Bäumchen nehmen. Also ich fange mit diesem Filigranen an, weil ich die ehrlich gesagt auch irgendwie cooler finde als die anderen. Und positioniere die hier einmal irgendwie unsymmetrisch. Die hätte ich übrigens auch mit so einem Klebepapier von hinten versehen können. Dann wäre das Anbringen dann viel einfacher. Ja, ist jetzt nichts. Nicht mehr. So, ich könnte natürlich nur mit diesen Bäumchen arbeiten. Könnte ich. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Und ich glaube, es ist mir auch zu wenig Kontrast, das Ganze. Das heißt, ich werde doch die dicken auch mitverwenden. Und deshalb nehme ich mir einmal hier vor, diesen Baum mit dem Stempelset zu bearbeiten. Ja, da haben wir ja dieses tolle Muster hier. Das setze ich auf einen passenden Block und würde mir hier gleich das Muster hier einmal stempeln. Kann man wunderbar mit goldenem Embossing machen, damit das ja auch zu dem Rest passt. Aber ich werde jetzt hier einfach das Lodengrün nutzen und auch diesen Monochron-Look wählen.
und da jetzt nicht mit Embossing arbeiten. So, und da sehen wir schon, wie dieses Muster hier das Ganze ein bisschen auflebt. Und da ich jetzt gerade dabei bin, würde ich ja so alle hier drei schon mal mit dem Muster versehen. Wie gesagt, ihr könnt ja vorher stempeln und dann stanzen, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Und da ich jetzt hier von oben gucke, verrutsche ich auch gerade so ein bisschen, aber das macht nichts. So, die drei haben wir fertig. Dann lass uns mal tatsächlich das Gleiche auch mit den Kleinen machen. Und dann haben wir genug Auswahl für unsere Karte. Schaut, das sieht doch perfekt aus. Das ist genau so, wie wir das haben wollen. Jetzt haben wir genug Auswahl, um die Karte ein bisschen lebendiger zu gestalten. Und da lass uns einfach noch mal gucken. Ich würde vielleicht mit dem Dunklen beginnen. Hier von hinten in diesem Schnitt des Embossingsmusters. So, dann nehmen wir vielleicht dieses kleine einfach dahinter. Das kann man ja auch hier so ein bisschen oben machen. Und das hier. Hier. Ne, das ist das kleine. Dann nehmen wir das. Und dann. Oh, vielleicht so. Ich glaube, das ist super. Das würde ich jetzt einfach aufkleben. Muss ich mir hier nur irgendwie helfen, weil mir das Papier leider hier die ganze Zeit hochkommt. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, von wegen, die Bäumchen reichen für mehrere Karten. Ich habe leider nicht genug gekriegt und habe mich jetzt entschieden, eine ganze Waldlandschaft hiermit abzubilden. So, jetzt werden wir hier diesen wunderschönen Spruch hier platzieren. Dafür habe ich auch kein Schutzpapier, also kein doppelseitiges klebendes Papier verwendet, da müssen wir den Tombow ansetzen, aber das ist natürlich auch gut. Mit dem können wir auch ein bisschen arbeiten, ein bisschen schieben, wie ihr ja schon wisst. Zack. Ich würde das in so einem unteren Bereich hier machen. Und hier extra diese freie Fläche lassen. Wow. Ich finde, der Kontrast ist schon echt genial. Wirklich gut. Ihr müsst natürlich die Auflage nicht sofort auf die Karte kleben, dann ist es einfacher, weil dann geht sie nicht immer wieder auf. So, aber natürlich Weihnachten ist ja nur so eine halbe Geschichte, da fehlt noch was und zwar, ich habe noch das Reststück von hier und da würde ich einfach nochmal Frohe drauf stempeln. Also man muss das nicht stempeln, man kann das ehrlich gesagt einfach mit so einem Feinliner schreiben. Ich weiß, dass ich Frohe irgendwo habe und zwar habe ich das in dem Stempelset gut gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich würde hier einfach auch wegen Beschleunigung das gerne mal mit dem Feinliner machen. So, und das schneiden wir mal zu.
würde auch da kein Heckmeck machen, sondern einfach schlicht. Wo bin ich denn gelandet? Da. Jetzt müsste ich mich entscheiden, wo ich das packe und ob ich das angeschrägt oder so gerade lasse. Das ist auch keine schlechte Idee, hier einfach mal am Rand das so zu tackern. Ich glaube, das mache ich hier so ein bisschen weiter unten, damit die Spitze noch rausguckt. Und dafür würde ich auch Dimensions nehmen. Ups, sorry. Und zwar so einen Rand hier. Genau, ich schneide mir einfach ein paar zu. Ein Rand für den Rand. Zack. Und einmal hier. So. Das sieht schon jetzt irgendwie ganz cool aus, finde ich. Und wenn man noch mehr braucht, kann man sich die Akzente noch irgendwo packen. Ha, ich habe die in Gold gefunden. Ich glaube, dieses hier passt ganz gut zu der Farbe. Und das würde ich einfach hier irgendwo dazwischen machen. Vielleicht tatsächlich einmal hier. Da haben wir zwei Größen und vielleicht hier. Ja, ich glaube, da braucht man tatsächlich nichts mehr. Da könnte man so eine kleine weiße Schleife vielleicht nochmal drunter packen. Aber ansonsten schlicht und einfach. Recht schnell gemacht. Neue Maschine ausprobiert. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt mit meiner spontanen Aktion. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Und wenn ihr Produkte von Stampin' Up! Braucht, dann könnt ihr euch gerne melden oder auf meinen Online-Shop vorbeischauen. Und ansonsten lade ich euch herzlich ein, auf meinen YouTube sich weitere Videos anzuschauen. Und wenn ihr mögt, ja, ich freue mich auch über ein Like oder ein Abo. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!